Jetzt bitte schön. Der Schritt beginnt. Hallo zusammen, mein Name ist Lukas Egert. Ich darf Ihnen heute die Viertelfinalpartie kommentieren. Dustin Jeschke gegen Andreas Schenkel. Dustin hat gerade einen Bandenentscheid gewonnen und fängt jetzt mit der Partie an. Ja, was soll man sagen? Das zweite Teil der Achtelfinale. Die erste Runde. Sehr viel spannende Partien. Wie man vielleicht hervorheben kann, ist Tai Tien, der Wahnsinnsbälle gespielt hat, sehr knapp, aber unter Druck sehr gut gespielt. So, das sind hier. Gut mit Anfangsball gestartet. Relativ gute Position. Knapp am Klapper vorbei. Und knapp am Ball 3 vorbei. Dann, Zuschauer haben kommentiert, der war besser gesehen als der Schiedsrichter. Also doch nicht knapp vorbei. Ja, wir spielen wieder bis 40 Punkte im Viertelfinals. Das wird so beibehalten bis zum Finale. Heute ist auch die letzte Partie für heute. Morgen geht es los wieder um 9 Uhr mit den Viertelfinals, Halbfinale und Finale. Oh, schade, hier läuft der gelbe Ball genau in den Klapper rein. Ein bisschen zu dick, Ball 2 getroffen. Gute Passage hier von Andreas. Andreas hier der zweite Teilnehmer aus Erlangen neben Marcel Back, der leider ausgeschieden ist im Achtelfinale. Sehr schade, hat gut gespielt, sehr gut gespielt. Hat man hier kurz im Hintergrund gesehen. Ja, was vielleicht noch eine sehr spannende Partie ist, in diesem Viertelfinale, im Achtelfinale, Entschuldigung, ist auf Brett 14. Ganz hinten sehen Sie jetzt gerade Amir Ibrahimov im weißen langen Hemd, spielt gegen Wolfgang Zenkner. Sehr spannendes Duell. Ein Generationenunterschied von 3 Generationen. So ziemlich der größte Altersunterschied, was man hier bei diesem Turnier hätte haben können. Ein Weltmeister gegen das beste deutsche Nachwuchstalent. Da sind wir auch sehr gespannt, wie diese Partie ausgeht. So hier, Ball von Dustin in den Klapper reingelaufen. Bisschen zu dünn gespielt. Aber keine schöne Position für Andreas. Diagonale sehr schwierig. Nicht einfach zu treffen. Macht seine Sache aber sehr gut. Folge 1.
relativ gut. Genau durch die Lücke durch. Man möchte es ja gar nicht glauben. Schwieriger als den Ball zu machen. Sehr viel auch Pech dabei in so einer Situation. Umdreher Vorbänder. Oh, Scheiße. Ganz knapp vorbei. Bisschen zu dünn getroffen, zu viel Fehl gegeben beim Umdreher. Dadurch zu weit in die Mitte des Tisches gekommen und bei zwei zu dünn getroffen. War auch nicht einfach. Kann man sich nicht zu viele Vorwürfe machen. Schaut auch sehr gut aus. Diesmal nicht durch die Lücke, sondern schön gespielt, gutes Tempo, rot in die Mitte gebracht. Ist jetzt nicht so außerordentlich gut ausgefallen, aber man kann mit der Stellung auf alle Fälle arbeiten. Mal schauen, was er hier draus machen wird. Knapp vorbei am Klapper, aber auch wieder knapp vorbei am Ball 3. Kein einfacher Ball, auf keinen Fall. Es läuft viele Banden, 6 Banden, 7 Banden in dem Fall. Sehr schwierig auf diesen Tischen, haben Sie ja vielleicht schon bei den anderen Partien mitbekommen. Die Tische sind werden sehr rund, sehr kurz, haben an der letzten Bande sehr wenige Fehl, so gut wie gar keins mehr, kommt sehr gerade raus. Pendler, sehr schwierig, tun sich sehr schnell ausgeraden, das heißt, die gehen nicht parallel nach unten im Zickzack. Nicht einfache Bedingungen, aber wie Armin schon gesagt hat im letzten Spiel, wenn man es verstanden hat, dann macht es sehr viel Spaß zu spielen. Ja, der kann jetzt eben leider nicht mitkommentieren. Mein anderer Kommentatorpartner, der Wolfgang Zentner, auch nicht, weil die beide gegeneinander spielen. Deswegen haben sie es jetzt leider mit mir alleine zu tun. Gelb am Klapper vorbei, gut, gutes Tempo, schöner erster Ball. Ja.
Er scheint nicht ganz hinzukommen, holt jetzt seine Verlängerung und zieht sein erstes Timeout. Und dadurch macht er einen schönen ersten Ball, zweiten Ball. Schöner dritter Ball hier von Dustin. Ja, die anderen Partien sind im Achtelfinale, die zweite Runde des Achtelfinals auf Brett 12 Kerl gegen Krofe. Auf Brett 13 Burti gegen Voss. Und auf Brett 14 Zenkner gegen Armin Ibrahimov. Alle sehr spannende Partien. Mir sicher werden auch wieder sehr gute Ergebnisse rauskommen. Hier schöner Ball von Dustin, gut gespielt, ruhig. Ja, beim ersten Achtelfinalrunde waren auch immer sehr gute Partien dabei. Ich glaube, keine Partie unter 1 Durchschnitt, wenn dann nur knapp, sehr knapp. Also wirklich gutes Niveau bei diesem Grand Prix. Ist schon den fünften Ball gemacht. Ein gutes Tempo, wieder eine sehr gute Ausgangslage für diesen Ball jetzt. Würde von Kurz spielen, als Sechsbänder über die lange Bahn abrutschen lassen. Wobei abrutschen nicht wirklich sagen kann bei diesen Banden, die fallen eher ab. Weil lang auf direkt sind die hier einfach nicht möglich. Hat er hier die Traumpassage mit Rot oben an der kurzen Bande gehabt, entschuldigt sich hier auch bei Andy. Aber Punkt ist Punkt, so ist das Spiel. Auch nicht jetzt wirklich belohnt mit der nächsten Position. Nicht wirklich jetzt das Einfachste. Aber machbar. Überhand mit links die Fee. Kurz, lang, kurz. Spielt ihn sehr kontrolliert und gut. Damit sind sie jetzt siebter Ball in der Serie. Fängt gleich mal gut an, hier in der fünften Aufnahme. Bisschen zu dick, kommt nicht mehr von hinten, aber auch gut verteidigt, keine einfache Stellung jetzt für Andy. Und wir schließen sie 10 zu 3 für Dustin in der fünften Aufnahme, schon mal ein guter Start von ihm. Mal schauen, was Andy dem entgegenwirken kann. Mhm. Zieht sehr wenig.
haben sie es wieder gesehen und da auch nichts mehr. Nehmen sehr wenig Ife an die Banden. Wirklich extrem. Ich habe vorhin auch mit Martin Horn geredet, der würde den Tisch zu Top 10, einer der Top 10 schlechtesten Tische zählen, auf den er gespielt hat. Aber ist ja nur seine persönliche Meinung, für andere kommt es vielleicht gut. Die fühlen sich wohl auf so einem Tisch, der abschlägt, der kurz wird. Ist immer die Frage, was man gewohnt ist. Gute Spieler können sich eben auf alles einspielen. Wolfgang sagt immer, es gibt keine schlechten Spieler, es gibt kein schlechtes Material, es gibt nur schlechte Spieler. Und das ist ein Satz, der trifft es ziemlich gut. Mit Kontra-Ife. Sehr starker Ball. Riesenball von Dustin. Schön gespielt. Hat ja auch einen großen Einlauf gehabt. Ja, den muss man erstmal dahin bekommen an die kurze Wanne, dass der einen großen Einlauf hat. Guter Ball. War nicht einfach. Sehr kleine dritte Bande. Ball 3. Jetzt wird die Zeit angehalten. Spieler steht im Wege auf dem Nachbartisch. Der Kerl. Sehen Sie da im Hintergrund. Auf dem zweiten Brett im Hintergrund sehen Sie den Fuß und da im weißen Hemd, das ist der Armi Ibrahimov. Der hier einen guten Punkt erzielen kann, der Armi ganz hinten auf dem letzten Brett und gerade in der Fünfer-Serie drin ist. Auch ein guter Beginn von ihm. Nächster Superball, jetzt schon wieder ein vierter Ball von Dustin. Jetzt geht es hier schon langsam um was, wenn man unter die besten 8 kommt, Platz 5 bis 8, also alle, die im Viertelfinale teilnehmen, kriegen 40 Euro Preisgeld. Das heißt, man hat dann so quasi kleine Reisenkostenerstattung, wenn man es so nennen kann. Genau durch die Lücke durch, schon wieder. Wieder. Wenn man das haben will, unmöglich gefühlt. Sehr schwierig, den durch die Lücke zu spielen. Aber man hat nicht immer Glück, sondern auch ein verdammtes Pech. Und das war Riesenpech. Aber trotzdem schöne Serie gespielt. Ist jetzt bei 15 Punkten in 6 Aufnahmen. Guter Beginn hier. Kann sich sehen lassen, fühlt sich an sein sehr wohl mit dem kurzen Brett. Schöner Ball, zwei waren Vorwand und dann den roten von hinten treffen.
dritte Bande dann, die lange Bande. Schöner Ball, schön gesehen, sieht nicht jeder. Will manche als Einziger versuchen mit Linkseffet und Kontraeffet. Lange Bande, Ball, lange Bande, kurze Bande und dann als Aufsteiger. So natürlich um vieles einfacher, wenn man das Effet gut abschätzen kann an den Banden, wie viel es da greift. So, hier von kurz natürlich, weil wie vorhin schon gesagt, von lang kann man hier alles vergessen. Spielt ja schön. Zu viel Effet oder zu wenig, weiß ich jetzt nicht, von wo er den Weißen haben wollte. Auch sehr schwierig. Ganz schwierig. Der Gelbe macht ein bisschen auf. Anscheinend genug für Dustin. Dass er den von Gelb spielen kann. Das Kurzquad. Sollte möglich sein, ja. Gut gespielt. Schönes Tempo. Schickt den roten Rund in die Ecke. Gelb ist in der Mitte vom Tisch, hat den Doppelquad. Sehr schönes Billard hier von Dustin. Allerdings hätte man schöner spielen können, vielleicht ein bisschen ruhigeres Tempo. So ist eher in der Bande, ist natürlich auch schlecht ausgefallen. Aber immer noch machbar. Am Gelben vorbei, lang, kurz, lang, relativ dünnes Treffen. Weil dann klappert er nämlich, wenn man ihn dick trifft, so wie das denn hier. Und das heißt, er steigt aus. Macht hier wieder zwei Punkte. Schleicht sich so langsam davon. Steht schon 17 zu 5. 7 Aufnahmen. Schon 12 Punkte Vorsprung. Wir sind ja noch relativ am Anfang der Partie. Andreas hat auch die Klasse, das wieder aufzuholen. Das wissen wir alle. Es ist noch nichts entschieden. Thomas 0. Schenkel 0. Schon wieder genau durch die Lücke. Also Dustin spielt hier eh sehr gut. Aber hätte er jetzt auch noch ein bisschen, ein Quäntchen mehr Glück, könnte hier noch deutlich besser spielen. Schenkel 0.
Nein. Thomas 0. War auch überhaupt nicht einfach. Wieder kein Fehl an der langen Bahn. An sich gut gespielt, der Pendler. Leichter Bogen. Aber geht fast senkrecht wieder raus aus der langen Wand. Gerade auf Brett 13 ein sehr schöner Ball von Tobi. Da der große Mann mit dem schwarzen Gewand. Schön 8, wenn er gespielt. Hier, wie schaut es hier bei Andi aus? Wieder zu kurz. Womit viele Spieler in diesem Grand Prix Problem haben mit den Tischen, dass einfach alles kurz wird. Spielen auch viele Heimspieler. Mit, da wie Sie im Hintergrund sehen, sind hier im Billardclub grüne Tischuhr. Und man erkennt schon, dass die hier halt Heimrecht haben und ein bisschen mehr eingespielt sind auf die Tische. Gut gespielt von das, ein schöner Punkt. Vielleicht ein bisschen zu ruhig, macht jetzt keinen großen Winkel vom Rot. Bisschen zu kleiner Abstand, hat sich auch ein bisschen angehört wie eine Bodage, habe ich das vernehmen können. Auch nur eine ganz leichte, hat seine Linie trotzdem noch gehalten. Zu viel für. Wieder sehr kurz, wie der Tisch wird. Der Ball würde in meinem normalen Tisch locker kommen. Vielleicht würde es sogar zu lang. Geht er durch die Lücke durch. Aber hier geht er halt vorne vorbei. Weil die sehr rund werden, die Tische. Das war hier jetzt mal eine gute Situation für Andi, mit der man aufbauen kann. Kann man auch Fortsetzung spielen. Genau den Weißen rüberlegen. Spielt er nahezu perfekt. Ein bisschen wird ausgefallen, dass sein Spielball an die kurze Wand gerollt ist, aber immer noch sehr gut gespielt. Ja.
ist er leider aus. Wird wieder zu kurz. Altbekanntes Problem. Wieder am fiesen Tisch, Armin mit einer Sechser-Serie. Spielt heute sehr gut, hat einen guten Tag. Seine vorigen Partien auch schon gute Partien abgeliefert. Ich kann Ihnen den Zwischenstand von anderen Partien erst in der Pause mitteilen, weil ich leider nicht an alle Anzeigentafeln hinsehe. Der Stand bei Kerl gegen Kruke ist 16 zu 8 in 21 Aufnahmen für den Kerl. Guter Ball. Schön gespielt von Andreas. Jetzt von lang. Nein, er wird tatsächlich noch kurz. Jetzt habe ich mich sehr getäuscht. Normalerweise würde der lang werden. Aber auf dem Brett kein bisschen. Kommt noch von kurz. Vom zweiten Diamanten aus. Gute Serie hier von Andi, schon sein sechster Punkt. Scheint auf jeden Fall die Aufholjagd angenommen zu haben. Also hier auch viele Möglichkeiten, den Ball zu spielen. Kurz, lang von Weiß oder direkt als Kurzquart ziehen. Oder von Rot mit links die Fee. Alles machbar. Alles keine Duschgefahr. Bei dem Mal ist halt das Problem, wie Sie sehen, weil zwei, in dem Fall der Rote, kommt immer in die sogenannte Todeszone. Das ist in der kurzen Bande, so zwischen dem ersten und dem dritten Diamanten, ziemlich nah an der Bande. Es ist es als Ball 3 immer sehr schwer zu treffen, weil man einen ganz schlechten Einlauf hat. Jetzt kurz, lang. Auf dem Rezu war möglich, hat er auch sehr gut gespielt. Das war ein 8er Ball. Steht jetzt bei 14.
Holger 1. Neun. Oh, sehr dünn getroffen. Neun. Aber starke Neuner-Serie. Geht ja auch ein Raunen durch den Saal. Schöne gespielte Bälle. Hat es auch gut aufgeholt. Jetzt steht es 19 zu 15 in der 13. Aufnahme. Gutes Niveau. Spielen beide sehr stark. Ja, die höchste Serie ist immer noch Ibrahimov mit 11. Hat sich bis jetzt noch nicht geändert, war schon noch in der Hauptrunde schon aufgestellt für den Grand Prix. Eins. Vom Bayram Ibrahimov, nicht von Amir. Wir spielen ja zwei Ibrahimovs mit. Die erste Pause ist auf Brett 14 beim Zenkner Wolfgang gegen Ibrahimov Amir. Und hier können noch keine Pause machen. Hier der Dustin gegen den Andreas. Wenn man dafür ab mindestens die Hälfte der genannten Laufzeit eine Pause machen, das heißt in dem Fall erst 20 Punkte, da es keine Aufgabenbegrenzung gibt. Sobald er 20 Punkte hat und die Aufnahme verendet ist, darf eine Pause gemacht werden. Was jetzt der Fall ist, sein 20. Punkt. Von Dustin. Viel Tempo erforderlich. Klappergefahr auch da, aber gut ausgewichen, dünn genug gehabt, aber trotzdem die Länge erreicht. Das ist ein dritter Punkt und so, jetzt ist Pause. Das macht eine Pause, das heißt, wir sehen uns 5 Minuten wieder mit dem Zwischenstand 22 zu 15. Thank you.
Thomas 1. Holger 0. Holger 1. Thomas 1. So, wir kommen zurück nach der Pause. Die andere Amir gegen Wolfgang, sehr überraschendes Ergebnis. Amir führt mit 21:10 in der 17. Aufnahme, spielt richtig gut. Nicht das beste Bild von Wolfgang leider. Hat in seiner ersten Partie 1,5 Durchschnitt gespielt. Aber da kann sich das Blatt auch noch wenden. Bei Burdi gegen Voss ist ziemlich ausgeglichen, 18:18 in 20:20. Und bei Kerl gegen Kroke 13:18 in der 24. Aufnahme. Oh, der Klapper hätte nicht sein müssen. Das ist keine überragende Stellung für den Andreas.
schon wieder vor, ein Versuch. Lang, kurz, lang. Perfekt. Leider nicht so glücklich mit dem Ausfall zwei Bälle an der Bande. Eigentlich sogar extremes Pech, dass der genauso ausfällt. Hier wieder Vorwandversuch. Muss ziemlich weit ins Eck runter dann. Sehr gut. Schöner Ball von Andi. Will den hier ganz lang machen, aber er zieht halt nicht an der dritten Bande. Ganz schlimm anzuschauen. Er hat maximal die Fee gegeben. Davon hat man nichts gespürt. Weit ins Eck von das sind. Eigentlich auf einer guten Linie. Aber dann doch sehr weit raus in die Mitte gekommen. Schade auf alle Fälle. Genau. Oh, knapp vorbei. Und so ziemlich jeder Doppelquad oder Quint wird auf kurz gespielt. Da es auf lange einfach fast unmöglich ist. Das hier große Umstellung, dadurch gehen viele Lösungen nicht, aber es gehen dadurch halt auch wieder sehr viele andere Lösungen, die beim normal laufenden Brett nicht gehen. Hier ist kurz gehört für Dustin. Rechts von unserer Sicht links am Welpen vorbei. Und voll. Drei D-Stufen. Nächster Punkt. Die Xeringen beieinander, jetzt würde ich einen Vorbänder anbieten. So, mal schauen, was ich jetzt mache. Perfekt. Wieder von kurz. Gerade noch, aber gut gespielt.
Tischke 3. Thomas 0. So, der Zwischenstand mittlerweile schon 25 zu 18 für den Dustin in der 17. Aufnahme. Jetzt hier der Andi mit der Chance aufzuholen. Es sind nur 7 Bälle. Also machbar. 1. Sehr gut gespielt. Letztes Wochenende war ich in Erlangen und habe mit dem Backmuskel trainiert. Und der Andreas war da auch dann da. Und genau solche Art von Bälle haben wir gemacht. Scheint sich das Training ausgezahlt zu haben. Und weil man auch ehrlich sagen muss, dass er eher uns die Bälle gezeigt hat und nicht wir ihm. Also er konnte es davor ja auch schon. Gerade noch so. Ja, gut gespielt. Hatte ich hier viele gute Möglichkeiten, den Punkt zu machen. Geht als Zweibahnvorwender von Gelb mit links die Fee. Und dann liegt nochmal eine kurz, lang, Ball, kurz und rot. Oder die Version, die er spielt. Wahrscheinlich. Oder spielt direkt den roten an. Maximal wie viel spielt gar kein Vorwände. Doch, er spielt den Vorwände. Also von dem Winkel von meiner Kommentatorenkabine sehr komisch ausgeschaut. Aber es war die beste Option. Es gibt vielleicht ein bisschen dick getroffen, dadurch liegt er jetzt sehr nah am Gelben. Kleiner Winkel. Aber für einen Jeschke trotzdem machbar. Gut dabei. Nicht einfach. Ist ein bisschen ins Negative gekommen. Hat es mit die 4 ausgeglichen. Auf lang genaues Eck. Ziehen Sie mal wieder die Ausnahme. Spielt den auf lang, nicht auf kurz. Ausnahme bestätigen die Regel. Sechs.
Oh, jetzt ist hier auf Brett 14, habe ich gerade mitbekommen. Hat Zenkner Wolfgang auch eine 6er Serie gemacht. Quasi in Sachen Höchstserie mit dem Armin bei dem Spiel gleichgezogen. Wird anscheinend doch noch spannend. Hier guter Umdreher von Dustin. Schön. Spielt gutes Tempo. Ruht leider wieder. Press an die kurze Bande unten. Nicht schön. Ich kann in der Wege zwei Optionen. Kurz, lang. Lang. Mit viel Effet und viel Druck. In die kurze Bande bringen. Spielt er auch. Kann ihn auch einmal nur viertelvoll treffen und abholen lassen. Das wird ihn eher schwieriger. Genau. Dick. Oh, da hat das Tempo aber gefehlt. Da war nichts mit Drücken. Hat das Drücken gefehlt in der ganzen Sache. Aber nichts kaputt gemacht. Trotzdem gut auf Verteidigung gespielt. Pendeln vielleicht möglich, aber Vorwände eher wahrscheinlicher. Überhand von Rot geht auch noch. Schauen wir, was hier der Andi spielt. Oh! Super Ball von Andi. Nachläufer. Hier sehen Sie es nochmal. Der Bogen. Sehr gut gespielt. Ist jetzt tatsächlich der erste Ball in dem Turnier von dieser Art, der so gespielt worden ist. Wirklich guter Ball mit Fortsetzung auf den nächsten. Ein Aufholjagd beginnt mittlerweile nämlich schon 32 zu 19, also schon so ein deutlicher Abstand von 13 Bällen durch die kürzliche Serie von Dustin in 18 Aufnahmen. Sehr starkes Spiel bis jetzt von ihm. Gut aus dem Klapper rausgebracht. Sehr schöner Ball. Gut gespielt. Hat er halt leider die Diagonale, trifft den Weißen halt voll, schickt ihn damit ins Eck. Pech in der Situation. Weltklasseball von Zenkner, gerade wieder auf Brett 14. Der scheint anscheinend jetzt ins Spiel reingefunden zu haben. Oh, ein bisschen voll. Ist auch sehr schwierig, so ein Vorwender. Bei Tobi scheint es anscheinend gar nicht zu laufen auf Brett 13. Ich sehe ihn die ganze Zeit sich nur beschweren, schüttelt den Kopf. Ich sehe jetzt leider den Spielstand nicht. Aber bei seinem Gegner läuft es anscheinend auch nicht besser. Beim Fuß. Oder Foss. Wenn ich es mir falsch ausspreche, tut es mir leid. Jetzt war der Druck da bei dem Ball. Und der kommt auch gut in die Linie reingedrückt. Und auch eine Belohnung für den schönen Ball. Die Kunst bei dem war es, nicht den Ball zu machen,
sondern den Ball so zu spielen, dass du danach wieder eine gute Position hast. Meistenfalls bei so einem Ball eine Doppelquad. Und das hatte Dustin hier auch sehr schön gemacht. Perfektes Tempo. Entscheidet sich, den Sauer doch über Rot zu spielen, weil ein Weiße jetzt halt vor dem Roten steht. Das heißt, er kommt dann nicht ganz so gut hin. Will schon gehen, aber so wird es natürlich angenehmer. Spielt dann halt auch mit einer Sicherheit. Das ist Wahnsinn. Sehr schön. Der dritte Ball in der Serie ist jetzt bei 35, braucht nur noch 5 Punkte und ist in der 19. Aufnahme. Wenn ihr es so weitermacht, kann ihr Martin seinen Rekord knacken von der vorigen Achtelfinalpartie. Der hat 25 Aufnahmen die 40 Bälle gemacht. Doppelchance. Die nimmt er auch. Und gut gespielt. Kann man nicht sagen. Die Bälle spiele ich persönlich auch immer sehr gern. Vor allem wenn der Rote so der Ball 3, in dem Fall der Rote so steht wie jetzt. Kann fast nicht aus. Wenn man den ziemlich oben genau ins Eckenlauf wie viel rein spielt. Sehr schöner Ball. Meistens auch mit einer guten Ausgangsposition dann. Gut am meisten vorbeigebracht, fast Press vorbeigebracht und der ist dann auch noch gerade so gekommen, also nahezu perfekt gespielt. Recht viel Toleranz hat er jetzt auf beiden Seiten nicht gehabt, hätte ihn nicht länger und nicht kürzer machen dürfen. Da waren lokale Ausdrücke im Hintergrund. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt 35 zu 25 in 20. Ärgert sich zum zweiten Mal extrem. Nicht zufrieden mit seinem Stoß.
Wahnsinn, dass der noch zu kurz will. Das ist irgendwie ein Paradebeispiel für den Tisch. Das ist als Spieler sehr schwierig, dann immer sich darauf einzustellen. Und man hat so seine Standardlinien, von wo bis wo, von welchem Diamant bis zu welchem Diamant. Und wenn es halt dann überhaupt nicht stimmt, dann haben auch Bundesligaspieler ihre Probleme. Ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel, dass Dustin dreimal hintereinander keinen Punkt macht. Drei Aufnahmen. Quasi so eine kleine Sensation. Die Bildzeitung würde jetzt über ein Mentalitätsproblem sprechen. Zenkner auf zu 14 wieder mit einer Sechser-Serie. Anscheinend muss es ja da spannend werden. Da steht es 32 zu 27 in 25. Also hat der Wolfgang schon noch sehr aufgeholt. Ist nur 5 Punkte hinten, ne? Ist auf dem Niveau nicht viel. Doch noch spannende Sache. Der wird kurz einen Nachlauf bekommen. Das wollte es bestimmt nicht. Die vierte Aufnahme. Ja, Wahnsinn. Das soll hier natürlich kein Vorwurf sein gegen den Spieler. Kann jedem passieren. Und ist ja auch keine Seltenheit. Der Tisch wieder ist zu kurz. Kann ist natürlich auch dann in dem Fall zu dick gespielt. Man muss sich halt dann auch auf den Tisch einstellen, muss mit dem Tisch spielen und nicht gegen den Tisch. Kann nicht immer den Tisch als Ausrede nehmen als Spieler. Muss dann eigentlich schon vielleicht, wenn du das erste Partie spielst, nicht direkt nach dem Warm spielen. Du kannst in 5 Minuten nicht so viel ausprobieren, wie du willst, dass du dich komplett auskennst. Weil das ist ja jetzt hier für die Spieler schon das dritte oder vierte Spiel. Und dann sollte man sich schon relativ auskennen, auch weil die Tische alle ziemlich gleich laufen, bis auf der 14er ganz hinten. Habe ich im letzten Spiel schon gesagt. Bei Horn gegen Ibrahimov. Der beste Tisch von den vier. Da, wo gerade das Spiel Zenker gegen Ibrahimov stattfindet.
Die TV-Table ist sehr schlechteste Tisch, der kürzeste. Also bei dem ist es schon extrem, ist am meisten abgespielt. Gut gespielt, schönes Tempo. Noch drei. Die letzten drei Punkte jetzt für Dustin. Steht bei 37. Gespielt. Das sind sehr schwer. Kurz, lang, kurz. Mit die Fee den Winkel bestimmen. Schwierig einzuschätzen. Hat aber exzellent gemacht. Nun die letzten zwei Bälle. Will er von Gelb spielen. Wieder kurz, lang, kurz. Ja, diesmal nur vorne rum und zieht ein bisschen zu wenig, wie schade, gut abgestoßen, gut gespielt. Jetzt steht es 38 zu 27, das ist ja der 11 Punkte Vorsprung, das wird jetzt sehr schwierig für den Andi hier jetzt noch. Was zu reißen braucht, ist eine hohe Serie, weil beim nächsten Mal kann es schon aus sein. Und eine gute Verteidigung. Ein bisschen zu lang. Ja. Und das ist halt jetzt eine Einladung für den Dustin, das Spiel auszumachen. Sehr machbar. Erste zumindest. Was dann rauskommt, werden wir gleich sehen. Trifft ihn schön dünn. Zu den kommt er von hinten. Ja, die Doppelchance, gut. Entscheidender Ball. Spielball zum Match. Auch in der 25. Aufnahme, quasi so wie der Martin vorhin, wenn er den Ball jetzt macht. Und den hat er. Gut gespielt, sehr stark gespielt von Dustin. Macht hier in der 25. Aufnahme aus. Geht 40 zu 27 aus. Andi hat auch sehr gut gespielt, hat aber halt leider nicht gereicht für den Dustin. Ist ihm verdient weiter.
gutes Spiel. Die anderen Spiele laufen alle noch. Ich kann ja keine Ergebnisse sagen. Sie können sich auf alle Fälle in den DBU Cloud nachlesen, wenn es interessiert. Und damit verabschiede ich mich heute schon wieder von dem Spiel Dustin Jeschke gegen Andreas Schenkel. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es in die Viertelfinals geht. Wiederschauen. Null. 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 Null.